Hallo, ich bin Elienyx und das ist der 15. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part haben sich Lou und Diana ja wieder gestritten und diesmal sogar so heftig, dass Iana und die kleine Raya ausgezogen sind. Also mittlerweile leben sie jetzt seit ein paar Tagen im Geschäft und ich glaube, das wird jetzt auch noch für eine Weile so bleiben. Wie es mit den dreien jetzt weitergeht, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen, aber das werden wir in diesem Part auf jeden Fall herausfinden. Wenn dir meine Videos gefallen, dann vergiss nicht, mich hier auf YouTube zu abonnieren, meine Videos zu liken und auch zu kommentieren. Vor allem Kommentare liebt der Algorithmus, deshalb stelle ich euch jetzt einfach mal eine Frage. Was ist eigentlich dein liebstes Sims 4 Erweiterungspack? Und wenn du keine Ahnung von Sims 4 Erweiterungspacks hast, weil du das Spiel nur von meinen Videos kennst, dann schreib mir doch einfach mal, was ist dein Lieblingstag und warum. Und wehe, irgendwer schreibt jetzt Montag. Aber ja, okay, dann starten wir jetzt gleich ins Spiel hinein. Wir haben Donnerstag kurz vor 22 Uhr, also tatsächlich erst kurz nachdem ich den letzten Part beendet habe. Das Geschäft haben wir schon zugesperrt. Wir haben, glaube ich, fast 500 Simoleons sogar verdient, was ich für den ersten Tag wirklich gut finde. Unsere kleine Raya ist jetzt auch schon im Bett und Iana stellt hier gerade weitere Sachen her. Und zwar macht sie Wandschmuck. Also wir haben ja fast alles verkauft, bis auf diesen Blumentopf hier. Und ja, deshalb müssen wir dringend neue Sachen herstellen. Außerdem war ich noch ganz kurz im alten Haus. Ich habe nämlich überall ihre Hausaufgaben gesucht, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich meine, zumindest hat sie jetzt die Abschlusspräsentation im Inventar, aber aus irgendeinem Grund sind die Hausaufgaben einfach weg. Also ich weiß absolut nicht, wo sie die hingestellt hat. Sie sind einfach nicht mehr da. Ja. Unten ist jetzt schon fertig und aus diesem Grund hätte ich gesagt, wir werden jetzt einfach für die Uni ein wenig lernen. Wir haben nämlich morgen Recht und Ordnung. Und deshalb werden wir jetzt einfach für Recht und Ordnung lernen. Hier haben wir nämlich eine Abschlussprüfung und vielleicht, wenn wir die Abschlussprüfung gut abschließen, vielleicht kommen wir dann durch, obwohl wir noch nie Hausaufgaben gemacht haben. Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, denn sie ist ja auf Bewährung und ich möchte auf keinen Fall, dass sie von der Uni geschmissen wird. Weil ihr Notendurchschnitt ist einfach 4+. Wow, Iana ist die beste Studentin überhaupt. Und wir haben jetzt 8 Uhr früh und Iana geht tatsächlich schon zur Universität. Ich glaube, sie kommt nicht zu spät. Okay, sie kommt ein bisschen zu spät. Iana, jetzt nimmst du Raya mit zur Uni? Die beiden gehen anscheinend gemeinsam zur Uni. Sie hat auch fast die ganze Nacht gearbeitet. Deshalb hat sie jetzt auch Hunger und muss auf die Toilette. Aber ich hoffe, zumindest wird sie dann die Uni gut abschließen. Sie ist schon jetzt wieder eine Stunde zu spät. Oh mein Gott, sie wird die Uni definitiv nicht gut abschließen. Und Iana ist von der Uni wieder da. Oh nein, es sieht gar nicht gut aus. Iana hat den Kurs besucht, war aber nicht ausreichend vorbereitet und hätte mehr vom Unterricht profitieren können. Sie muss das Defizit jetzt eigenständig ausgleichen. Naja. Aber zumindest wird sie jetzt die Abschlusspräsentation halten. Die sollte ausgezeichnet sein. Genau, Qualität ist ausgezeichnet. Also zumindest diesen Kurs sollte sie abschließen. Vielleicht reicht das ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht sie jetzt zur Uni. Ich weiß gerade nicht, wer auf Raya aufpassen sollte, aber irgendwie ist sie mit Yoru allein. Ja, freund dich mal mit dem Kleinen an. Mach ihn mal nach. Dann kannst du ihn streicheln und dann können wir ihn einmal umarmen. Also ich hoffe, die beiden verstehen sich gut. Ich möchte eigentlich, dass sie beste Freunde werden. Oh, Raya ist auch so unglaublich süß. Oh, wie süß kann man eigentlich sein? Oh, jetzt haben wir auch die Benachrichtigung für Iana bekommen. Rory Oaklow hat Iana aufgefordert, ihr aufgrund disziplinarischer Maßnahmen Rede und Antwort zu stehen. Es ist besser, sie nicht warten zu lassen. Und Iana ist jetzt auch wieder da. Bekommen wir auch eine Benachrichtigung wegen der Uni? Nein. Sie ist jetzt auch angespannt, weil sie sich bei Rudelführung melden muss. Aber bevor wir das machen, habe ich beschlossen, dass sie und Raya jetzt nochmal nach Hause gehen und sie noch ein letztes Mal sich mit Lou unterhält. Also wir werden jetzt einfach schauen, vielleicht können sie ja die Streitereien beiseite legen. Aber ehrlich gesagt befürchte ich, dass das nicht der Fall sein wird. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch mit Rory reden. Denn im letzten Video oder vielleicht auch schon im vorletzten Video habe ich ja gemeint, es könnte möglich sein, dass Rory vielleicht sogar Iana damals gebissen hat, weil Rory immerhin im gleichen Ort wohnt, wo auch Iana aufgewachsen ist und sie der einzige Werwolf ist, der auch dort wohnt. Und ihr wart einverstanden mit der Idee, also ihr fandet die Idee sogar ziemlich gut, wenn ich mich richtig erinnere. Und deshalb müssen wir natürlich auch schauen, wie wir da weiter vorgehen. Denn sobald Iana das herausfindet, kann ich mir nicht vorstellen,
dass sie noch mit ihr gemeinsam in einem Rudel sein möchte. Raya, bleib du am besten draußen bei Yoru, streichel ihn mal und umarme ihn und brabbel mit ihm und dann kannst du ihn nochmal streicheln. Und in der Zwischenzeit wird Iyana sich mit deinem Vater unterhalten. Wo ist er? Hier. Vorm Computer in Werwolfgestalt. Als erstes wird sie jetzt mal hingehen und wird ihn einfach mal fragen, was er für ein Problem hat. Man muss immerhin bedenken, sie und das Kind sind ausgezogen und er hat sich einfach niemals bei ihr gemeldet. Er war einfach allein zu Hause, hat nicht einmal gefragt, wie es ihnen geht, gar nichts. Und es ist absolut nicht in Ordnung. Und er sagt, ich mag dich momentan nicht besonders. Ich bin einfach sauer über ein paar Sachen, aber das legt sich vielleicht mit der Zeit. Oder auch nicht. Wow, das ist wirklich sehr passiv-aggressiv, wundert mich ehrlich gesagt nicht sehr. Dann wird sie ihn jetzt mal beleidigen und wird einmal mit ihm streiten, und zwar über Erziehung. Sie wird ihm einfach vorwerfen, dass er sich nicht um Raya kümmert, dass sie alles immer ganz alleine machen muss und dass sie es absolut nicht in Ordnung findet. Und dass sie zwar versteht, dass er am Anfang überfordert war mit der Situation, aber mittlerweile ist Raya ein Kleinkind und es hat sich noch immer absolut nicht gebessert. Er ist jetzt auch unglaublich traurig. Überraschenderweise ist die grundsätzliche Beziehung zwischen den beiden aber nicht so schlecht. Ja, Iyana empfindet für ihn auch noch immer tiefe Verbundenheit, aber er ist einfach gar nicht mehr glücklich. Und aus diesem Grund werde ich jetzt etwas machen, von dem ich weiß, dass es viele von euch blöd finden. Aber es passt meiner Meinung nach am besten zu dieser Story, wenn Iyana wieder alleine ist. Und Lou wird auf keinen Fall aus diesem Let's Play verschwinden. Er ist noch immer Ryas Vater und früher oder später wird er sich hoffentlich auch damit abfinden, dass er Vater ist. Und dann können die beiden an ihrer Beziehung arbeiten. Und wie es mit Iyana und ihrem Liebesleben weitergeht, das müssen wir uns noch gemeinsam überlegen. Vielleicht werden Lou und sie irgendwann wieder zusammenfinden. Vielleicht aber auch nicht. Und das ist in Ordnung, denn nicht jede Beziehung muss funktionieren. Und wenn man sich trennt, ist das in Ordnung. Und beide Parteien, oder in dem Fall drei Parteien, weil es ist ja auch noch ein Kind involviert, werden früher oder später damit klarkommen können. Und deshalb trennt sich Iyana jetzt von Lou. Oh, sie sind aber beide unglaublich traurig. Iyana hat die Beziehung zu Lou beendet. Jetzt hassen sie sich unglaublich, oder? Iyana ist verbittert über Trennung. Lou ist tief verletzt von der Trennung. Hier sehen wir nochmal getrennt. Die Beziehung ist überaus schwierig zwischen den beiden. Und wir alle kennen Lou und seine Wutausbrüche und deshalb wird er das jetzt auf keinen Fall natürlich so hinnehmen. Er wird sie jetzt mal anbrüllen, dann wird er sie beleidigen und dann wird er sie nochmal anbrüllen. Und dabei hat er sich absolut nicht in Kontrolle. Also wir sehen, seine Wut ist wirklich total gefüllt. Und dabei rutscht ihm jetzt etwas raus, was ihm auf keinen Fall rausrutschen hätte sollen. Und zwar sagt er ihr, dass Rory sie verwandelt hat. Und dass Rory an allem schuld ist. Und jetzt verschwindet er auch. Oder macht irgendetwas kaputt. Auf jeden Fall weiß Iyana jetzt, wer dafür verantwortlich ist, dass sie so leben muss. Wer für ihre Narben verantwortlich ist. Und jetzt verwandelt sich anscheinend auch Iyana bald. Okay, es sind beide auf jeden Fall sehr, sehr wütend. Und ich glaube, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Lou wird ausziehen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir ihn jetzt hinziehen lassen. Vielleicht einfach wieder zurück nach Sanmai Shuno. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja dort in irgendeiner Wohnung gewohnt? Nein, gar nicht. Das war der Alien-Typ. Okay, wir lassen ihn einfach irgendwo hinziehen. Es tut mir leid, Lou. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es funktioniert, aber es hat nicht funktioniert. Und wir haben auch fast kein Geld. Er kann 3000 Simoleons mitnehmen. Immerhin hat er ja auch das Haus und alles bezahlt. Aber man muss sagen, dafür wird er sich auch vermutlich nicht wirklich um Raya kümmern. Also finanziell zumindest mal gar nicht. Ob er sich so um sie kümmert, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Okay, anscheinend kann er sich so gut wie gar nichts leisten. Er zieht hier zusammen mit Benali und den werfen wir dann einfach raus. Ja, und leider müssen wir ihm das Apartment auch unmöbliert geben, weil er es sich sonst nicht leisten kann. Aber ich stelle ihm natürlich noch ganz kurz zumindest ein Bett und einen Kühlschrank und irgendetwas rein. Ja, den Rest muss er sich dann leider selbst aufbauen. Aber er ist in seiner Karriere ja eh ziemlich erfolgreich. Das heißt, das wird er schon schaffen. Oh wow, ich habe vergessen, wie schäbig dieses Apartment ist. Das ist ja auch das gleiche Apartment, in dem Gabriel wohnt, in unserer 100 Baby Challenge. Sorry, Lou. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es anders endet. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass du unbedingt unschuldig bist an der ganzen Geschichte. Dann hat er jetzt eine Küche und dann bekommt er einfach nur noch Lichter. Oh, ein Badezimmer wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja gut, heute bin ich großzügig. Er bekommt sogar eine Toilette.
eine Dusche und er darf sich auch die Hände waschen. Perfekt. Tut mir leid, Lou, dass dein Leben jetzt so aussieht. Damit hast du vermutlich nicht gerechnet. Aber ja, du wirst glücklich werden. Ich bin mir sicher. Und wir sind jetzt wieder in Moonwood Mill und spielen mit Yana, Raya und dem kleinen Yoru weiter. Und ich glaube, bevor wir irgendetwas anderes machen, muss Yana jetzt mit Rory sprechen. Also sie hat von Lou ja jetzt erfahren, dass Rory an allem schuld ist und dass sie ohne Rory vermutlich eine erfolgreiche Studentin wäre, ihr Leben total im Griff hätte und nicht gerade als Alleinerziehende dasteht. Oh mein Gott, sie ist jetzt auch sehr angespannt. Die Wände kommen näher wegen Werwolf, naturell. Sie muss sich bei Rudelführung melden. Sie denkt über den Sinn des Lebens nach. Sie hat ein gebrochenes Herz, geteiltes Leid wegen Verbundenheit zu jemandem, der sich schlecht fühlt und wegen einem verdrießlichen Gespräch. Also sie fühlt sich unheimlich schlecht. Wer bist du? Das trifft sich ja gut. Wir müssen dringend andere Werwölfe kennenlernen. Deshalb geh jetzt mal zu Lily. Oh, perfekt. Sie ist bei der Moonwood-Kommune. Wir müssen uns ja mit einem Rudel einlassen, beziehungsweise in einem Rudel sehr erfolgreich sein. Deshalb wird sie sich jetzt einfach mal mit Lily anfreunden. Und zwar werden wir jetzt einmal von Fitness schwärmen. Ich glaube, alle Werwölfe sind ja sehr fit. Dann werden wir einfach mal von unserer Familie erzählen. Und dann werden wir unserem Ärger Luft machen. Und da ist jetzt noch ein anderer Werwolf. Ja, hallo Christopher. Du bist auch bei der Moonwood-Kommune? Ja, perfekt. Dann bilden wir jetzt mal eine Runde. Und Yana kann sich mit den beiden anfreunden und kann jetzt einfach von ihren Erfahrungen mit den Wildfangs berichten. Und dass sie sich eben nicht mehr so sicher ist, ob das Richtige für sie ist. Dann wird sie Lily den Tag verschönern und sie einmal um Rat bitten. Ich glaube, sie ist gerade wirklich verzweifelt und da hinten pupst Raya. Alles klar, okay, sie macht sich gerade in die Windeln. Na gut, wenn sie möchte. Sie ist ein Kleinkind, ich glaube, das ist schon okay. Also man merkt, dass Yana wirklich verzweifelt ist, sonst würde sie wohl auf keinen Fall irgendwelchen Fremden von ihren Problemen erzählen. Aber ich glaube, sie weiß halt einfach nicht, an wen sie sich wenden soll. Natürlich könnte sie sich bei ihren Eltern melden, aber vielleicht ist sie dafür ein wenig zu stolz. Immerhin hat sie sich selbst dazu entschieden, nach Moonwood Mill zu gehen, ganz alleine, wollte unabhängig sein. Und ja, jetzt möchte sie nicht wieder sich von irgendjemandem abhängig machen. Dann wird sie ihr eine fesselnde Geschichte erzählen und einfach erzählen, was sie bis hier so erlebt hat und was in ihrem Leben so passiert ist. Und natürlich wird sie ja auch von dem Ganzen mit Rory erzählen. Und wie wir sehen, Lily ist sehr mitfühlend und versteht das alles. Und auch wenn Yana jetzt noch sehr traurig ist, glaube ich, sie geht aus diesem Gespräch jetzt gestärkt hervor und traut sich jetzt mit Rory über alles zu sprechen. Wo ist Rory? Und hier, wo sollte sie auch anders sein? Direkt am Feuer steht Rory. Und dort werden wir jetzt hingehen und werden gleich mal ihr eine dramatische Geschichte erzählen, werden ihr erzählen, dass wir uns von Lou getrennt haben, dass es einfach nicht funktioniert hat und vielleicht andeuten, dass er uns etwas erzählt hat, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Also irgendwie baut jetzt auch noch die Polizei ein. Vielleicht erwähnt sie, wusstest du, dass Lou von der Polizei gesucht wird, weil er ein Verbrecher ist? Ich wusste das nicht. Und auf einmal ruft die Polizei an. Ja, und dann wird es ernst. Denn dann werden sie jetzt einmal über Karriere streiten. Also eigentlich wird Yana jetzt einfach sagen, Lou, der übrigens hier gerade geht. Ist das Lou? Ja, das ist Lou. Hat mir erzählt, dass du mich verwandelt hast. Du hast mich verwandelt? Ich war noch ein Kind, wie konntest du das tun? Und sie leugnet das natürlich nicht. Deshalb werden wir ihr jetzt einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen. Dann werden wir sie nochmal beleidigen. Und dann werden wir sie anbrüllen. Wie ich mir schon gedacht habe, Rory interessiert es herzlich wenig. Für sie ist, glaube ich, das Werwolfsein das Beste, was es gibt. Und sie versteht auch nicht, dass Yana vielleicht andere Pläne für ihr Leben hat. Und auch wenn Yana jetzt damit klarkommt und sich für das Werwolf-Dasein interessiert, ich glaube, ihr geht es vor allem darum, sie hätte gern Optionen gehabt. Sie hätte sich gern bewusst dafür entschieden. Und diese Entscheidung wurde ja eben genommen, als Rory sie damals angefallen hat. Und jetzt hat sie auch tatsächlich ein negatives Gefühl. Rory fühlt sich betrübt. Es ist enttäuschend, eine einst starke Beziehung zerbröckeln zu sehen. Rory wünscht sich, die Dinge wären anders gelaufen und sie fragt sich, ob Yana wohl genauso denkt. Ja, Yana hätte vermutlich gern, dass einige Dinge anders gelaufen wären, aber ja, ich glaube nicht, dass Yana daran schuld ist. Und jetzt wird Yana die Wildfangs verlassen. Im Endeffekt bestehen die Wildfangs nämlich aus Rory und aus Lou. Und ich glaube,
Uns ist allen klar, warum Iyana hier keinen Platz mehr hat. Ich verstehe. Würdest du mir verraten, warum du gehst? Ich habe es mir anders überlegt. Ich will doch nicht. Ich werde das Heilmittel nehmen. Das Rudelleben ist einfach nichts für mich. Das Rudel ist ätzend und du bist widerwärtig. Ja, ich glaube, dieser Punkt trifft es ziemlich gut. Das Rudel ist ätzend und du bist widerwärtig. Ja. Rory gefällt es vielleicht nicht, aber sie hat es verdient. Also schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist, aber ich bin der Meinung, sie haben es beide verdient. Toll, ganz toll. Warum tust du uns nicht allen einen Gefallen und verdrückst dich, du Wicht? Was? Was glaubt sie eigentlich, wer sie ist? Können wir gegen sie kämpfen? Gemein, wo können wir kämpfen? Wieso können wir nicht kämpfen? Beleidige sie mal. Ich möchte jetzt gegen sie kämpfen. Und hier ist Lou. Ich würde gern gegen beide kämpfen. Aber wir müssen uns für einen entscheiden. Und Rory hat gesagt, wir sind ein Wicht. Wir werden sie nochmal anbrüllen. Dann werden wir andeuten, ihre Mutter ist ein Lama. Warum auch immer. Dann werden wir sie anknurren. Dann werden wir sie nochmal beleidigen. Oh mein Gott, es ist eine abscheuliche Konfrontation. Ich hatte noch nie so einen Sim mit so vielen Feinden wie Iyana. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie schuld ist. Die anderen sind schuld, nicht Iyana. Mai, nein, ich kenne dich nicht. Wann können wir endlich kämpfen? Beleidige sie nochmal. Sag nochmal, ihre Mutter ist ein Lama. Knurr sie nochmal an. Ich möchte endlich kämpfen. Wow. Und jetzt mischt sich Lou ins Gespräch ein. Wirklich, Lou? Du findest, das ist der richtige Zeitpunkt, um dich ins Gespräch einzumischen? Man muss nämlich festhalten, Rory ist die Erste, die handgreiflich wurde. Brülle ihr verbotene Wörter um die Ohren? Warum können wir nicht kämpfen? Jetzt, Werwolf-Rauferei. Oh mein Gott, das möchte ich sehen. Ich meine, wir haben es schon mal gesehen. Sie hat ja schon mal gegen Greg gekämpft. Aber ich brauche es nochmal. Und Lou steht einfach daneben. Oh mein Gott, es ist so spannend. Ich hoffe echt, dass Iyana gewinnt. Ich bezweifle es leider, weil Rory ist ja immerhin die Anführerin des Rudels. Aber ich hoffe, dass sie gewinnt. Es ist so spannend. Ich hoffe, Iyana verletzt sich nicht ernsthaft. Immerhin hat sie ein kleines Kind. Oh nein, Rory hat gewonnen. Rory und Iyana verabscheuen sich jetzt. Alles klar, finde ich in Ordnung. Und jetzt wird Iyana wieder nach Hause gehen. Hier herumwüten. Oh nein, sie ist unglaublich wütend. Gut. Iyana kann wieder machen, was sie will. Sie wird jetzt von Dominique angerufen. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Ur-Ur-Urgroßvater des Freundes seiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Gib her. Sehr schön, da du jetzt eingewilligt hast, muss ich dich darüber informieren, dass du das Geld nur bekommst, wenn du innerhalb von 7 Tagen heiratest. Das sind die Bedingungen. Viel Glück und herzlichen Glückwunsch zum nächsten Kapitel in deinem Leben. Das halte ich für ausgeschlossen unrealistisch, aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja. Ja, während Iyana herumwütet und irgendwelchen Blödsinn macht, verbringt Raya den Abend, in dem sie den Boden verschönert. Ja, wenn sie möchte. Aber eigentlich könntest du einfach mal ins Bett gehen. Sie fühlt sich auch unglaublich wütend. Aua, neuer Fangzahn und dann noch müde, weil sie eben keine Energie hat. Und hier hinten, wen haben wir denn da? Iyana. Alles klar. Und jetzt haben wir Sonntag, 10 Uhr Vormittag. Es war eine anstrengende Nacht für beide, deshalb haben beide auch ziemlich lange geschlafen. Und gestern war sowieso ein ziemlich schrecklicher Tag für die beiden. Auf jeden Fall badet Iyana ihre kleine Tochter gerade im Schaum und ist noch unfassbar traurig über die ganzen Ereignisse. Und sobald sie die Kleine fertig gebadet hat, werden wir uns wieder auf dem Weg ins Geschäft machen. Und ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, was ich wegen dieser Geldheirat machen soll. Also sollen wir wirklich so schnell jemanden heiraten? Und vor allem, wen könnten wir heiraten? Ich habe wirklich keine Ahnung. Sie nimmt Raya und Yoru natürlich wieder mit. Und wie gesagt, wenn euch jemand einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir hätten natürlich noch diesen Alien-Mann, mit dem sie vor Lou etwas hatte. Aber das wäre ja irgendwie mehr so Mittel zum Zweck. Wobei andererseits, vielleicht ist sie ja einfach verzweifelt und braucht dringend Geld. Und deshalb denkt sie sich, ja okay, dann heirate ich den halt. Mike heißt er, genau.
Weil an sich verstehen sie sich ja gut. Sie findet ihn sehr attraktiv. Sie sind gute Freunde. Sie sind Turteltauben. Also an sich verstehen sie sich ja gut. Vielleicht können wir auch irgendwie sagen, sie machen so einen Deal. Also sie haben so einen Deal, dass wir sagen, er bekommt einen gewissen Anteil vom Geld und dafür heiraten sie und sind in Wirklichkeit aber gar nicht verheiratet. Also so eine, wie nennt man das, Scheinehe. Wäre vielleicht auch eine Idee. Also ja, schreibt mir eure Gedanken dazu sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich werde jetzt schnell mal alles platzieren. Beziehungsweise ich glaube, okay, ja. Sie hat nur eine Skulptur noch gemacht. Und im Haushaltsinventar, oder haben wir aber auch noch ein paar Dinge. Okay, wir haben hier diesen Wandschmuck. Oh, ist das süß. Dann haben wir noch ein Wandregal. Dann haben wir noch einen Beistelltisch. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass sie das alles hergestellt hat. Und dann hätten wir auch noch ein paar Dinge, die Lou geklaut hat. Ja, ich glaube, die lassen wir im Inventar und die werden wir ihm irgendwann zurückgeben. Dann werden wir das alles als Verkaufen kennzeichnen und werden den Laden dann gleich eröffnen. In der Zwischenzeit kann Iana ja noch ein paar Sachen herstellen und Raya spielt mit ihrem Kuscheltier. Oh, sie ist so unglaublich süß. Wir haben echt so ein Glück, dass wir so ein niedliches Kind, das gerade ihr Stofftier frisst, bekommen haben. Aber sie ist ja auch ein Werwolf. An das müssen wir uns natürlich erinnern. Tag des Unistolzes. Auf dem Campus von Foxbury findet der Tag des Unistolzes statt. Komm vorbei und jubel mit. Ich glaube, das werden wir dann tatsächlich machen. Also dann wird das heute nur ein kurzer Tag hier und dann schauen wir zur Uni. Immerhin können wir dort neue Leute kennenlernen und wir haben ja auch die eine Freundin von der Uni, die Lilly, genau. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, und Mai kennen wir, glaube ich, auch von der Uni. Kann das sein? Oh, Iana steht noch immer auf Mai. Das wusste ich gar nicht mehr. Sie möchte mit niemandem flirten. Okay, sie ist asexuell. Aber der Liebesforschung offen. Ich habe keine Ahnung, was das Liebesforschung bedeutet. Aber gut. Und den Spiegel können wir jetzt auch noch platzieren. Den platzieren wir einfach hier. Und den könnt ihr natürlich auch kaufen. Hier. Alles zu verkaufen kennzeichnen. Irgendwie möchte niemand was kaufen. Wieso denn nicht? Okay, ja, wenn niemand von euch was kaufen will, dann gehe ich jetzt zum Tag des Unistolzes. Okay. Oh, sie möchte bald was kaufen. Sehr gut. In der Zwischenzeit kannst du ja nochmal Yoru streicheln. Der braucht Aufmerksamkeit, weil irgendwie geht der immer unter und er tut mir schon so leid. Was für eine ausgezeichnete Ware. Perfekt, sie ist ein Megastar. Wir werden sie gleich mal abkassieren. Brittany, ich hoffe, du erzählst all deinen Fans, dass du hier bei uns etwas kaufst. Ich hoffe wirklich sehr. Dann werden wir ganz sicher bald genug Kunden haben, um zu überleben. Perfekt, sie hat den Wandschmuck für 500 Simoleons gekauft. Sehr, sehr cool. Aber wir werden den Laden jetzt auch schon wieder zumachen. Schließen. Ja, 500 Simoleons, das ist in Ordnung. Und wir werden jetzt zum Tag des Unistolzes gehen. Wo finde ich das denn? Hier nicht. Okay. Ja, dann reisen wir einfach mal nach Brightchester. Ich hoffe, dass wir den einfach finden können. Ich glaube, ich war da noch gar nie. Und ich hoffe, dass Raya mitkommen kann, sonst wäre das jetzt ein bisschen blöd. Aber falls Raya nicht mitkommen kann, sagen wir einfach, sie ist in der Zwischenzeit bei Ianas Eltern untergekommen. Hier haben wir Foxbury. Dann reisen wir am besten gleich mal hier zu den Gemeinschaftsräumen. Oh, wir können Raya sogar mitnehmen. Nehmen wir Yoru auch gleich mit. Hoffentlich werden sie nicht gleich wieder nach Hause geschickt. Ich habe keine Ahnung, ob hier Hunde und Kinder erwünscht sind. Wie gesagt, ich war hier leider noch nie. Und hier sind wir. Hey, perfekt. Beide konnten tatsächlich mitkommen. Ja, und wo ist jetzt dieser Tag des Unistolzes? Ist das die Veranstaltung? Die paar Leute, die hier stehen und Fabian Steffens? Der ist ein Werwolf. Verschönern wir mal den Tag. Wer ist das? Wir finden ihn attraktiv, aber er ist verheiratet. Hm, das ist nicht gut. Wen haben wir denn hier noch? Oh, hier ist Lilly. Dann werden wir mit ihr mal reden. Wir werden nicht romantisch sein. Wir werden sie mal kennenlernen und einfach fragen, was bei ihr in der Zwischenzeit so passiert ist. Dann werden wir den Tag verschönern. Und jetzt erzählt Iana ihr einfach alles. Also alles rund um Lou, um die kleine Raya, dann auch das ganze Drama mit dem Eröffnen vom Geschäft. Und vielleicht erzählt sie ihr auch sogar vom Werwolfrudel und was eben mit Rory los war. Also ich glaube, sie bekommt jetzt einfach eine Zusammenfassung von Ianas komplettem Leben in den letzten paar Monaten. Sie haben sich, glaube ich, ja wirklich schon sehr lange nicht gesehen. Und ich glaube, sie hat sie auch vermisst.
Ja, dann werden wir einmal Fotos teilen. Und ja, dann können die beiden eigentlich beste Freunde werden. Ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt haben sie sich ja gerade nicht so gut verstanden. Vielleicht ist Lily auch ein bisschen beleidigt, weil sie sich so lange nicht mehr gemeldet hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, aber die beiden sind jetzt beste Freunde. Das passt sehr, sehr gut. Also Lily war irgendwie von Anfang an schon immer einer meiner Lieblingscharakter. Auch wenn sie nicht den besten ersten Eindruck miteinander haben. Aber ich finde sie so unglaublich cool. Vielleicht zieht Lily auch zu uns. Vielleicht kommen die beiden ja auch noch zusammen. Wer weiß. Würde ich auf jeden Fall feiern. Wen haben wir hier? Ein Alien. Mirko Schneider. Mich verfolgen Aliens übrigens. Habe ich euch das schon erzählt? Also, nicht in Wirklichkeit. In Sims. Also, ich habe heute gestreamt und wir spielen gerade die erste Generation der Not-So-Berry-Challenge. Und da sind die ganze Zeit überall Aliens. Zuerst wollten wir den Alien kennenlernen. Dann haben wir ewig keinen getroffen. Dann haben wir irgendwie 20 auf einmal getroffen. Und die sind jetzt überall. Und jetzt ist hier einer in meinem Werwolf-Let's Play. Und ich weiß nicht, warum. Sei nein. Okay, machen wir mal ein Selfie mit dem Maskottchen. Warum nicht? Wo ist eigentlich unsere Tochter? Okay. Raya rennt hier herum. Wer bist du? Hakuya. Ich dachte kurz, das ist unser Alien-Mann. Aber der hieß anders. Hier haben wir Camille und du bist Mio. Die sieht auch süß aus. Ja, Raya ist in guten Händen. Yoru passt auf sie auf, während sie hier herumrennt und Chaos veranstaltet. Ja, wenn sie möchte. Unser Kind darf alles. Iana gibt inzwischen Zeit mit ihrer Sportlichkeit an und macht ein paar Sit-Ups am Boden. Go, Girl. Sie ist auf einer Uni-Veranstaltung. Wir könnten ja mit ihr Saftpong spielen. Salma, oh, die kennen wir auch. Oh nein, können wir nicht. Sie spielt lieber gegen sich allein. Ja, irgendwie habe ich mir diese Unifeier ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also mehr als so 5 Leute. Aber gut, dann geht es jetzt einfach mal wieder zu ihrer Tochter. Und wir werden hier eine Kleinigkeit zu essen kaufen. Wir kaufen Lachs in der Kräuterkruste. Raya kann selbst leider nichts kaufen. Aber dann kaufen wir einfach danach auch noch einen Gartensalat. Dann geben wir eines von beiden Raya und eines kann Iana selbst essen. Und hier sitzt jetzt unsere Raya und isst den Gartensalat. Und hier hinten schlingt Iana wütend Lachs in der Kräuterkruste herunter. Okay, alles klar. Aber an dieser Stelle sind wir dann auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Und an dieser Stelle werde ich das Video dann auch schon beenden. Wie immer freue ich mich an dieser Stelle über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!